Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Varo News. Es ist wieder sehr, sehr viel passiert auf der Karte von Varo und ich möchte zwei Tage zusammenfassen, und zwar Tag Nummer 13 und Tag Nummer 14. Es ist dort wirklich viel passiert, man muss schon sagen, Tag 15 kann ich auch noch zusammenfassen. Machen wir einfach mal drei Tage diesmal zusammen und dann, ja, fangen wir mal an. Also zunächst gab es einen Strike für den lieben Gamers Time, der leider, glaube ich, eine Folge zu viel veröffentlicht hatte. Ja, und dementsprechend wurden die Koordinaten von Thunder Time veröffentlicht. Zudem hat Easy einen Strike bekommen, ja, weil er auch eine Folge zu viel veröffentlicht hatte, beziehungsweise vier Folgen schon aufgenommen hat. Man darf allerdings nur drei im Voraus aufnehmen und deswegen wurden seine Koordinaten veröffentlicht. Als er auf den Server gejoint ist, ist dann auch Phasen nachgejoint und das Team Bastiveni und Corona sowie das Team Early Boy Dadosh. Also da ging es richtig zur Sache und ich empfehle wirklich mal die Videos anzuschauen von Easy und Phasen, denn das war auf jeden Fall sehr interessant. Es ging da richtig hart zur Sache. Phasen wurde direkt in einen Kampf verwickelt mit Easy und mit Dadosh und Early Boy. Es war tatsächlich so, dass zwei Leute dann direkt auf ihn draufgegangen sind, also Early Boy und Dadosh haben ihn auch verfolgt, haben ihn auch gehittet. Dann hat er sich gedacht, hey, ich drehe mich jetzt um und versuche es einfach. Er hatte halt viele Goldäpfel auch dabei und hat tatsächlich ein riesen Combo hingelegt und konnte so als erstes mal Early Boy ausschalten, als sie sich aufsplitten mussten, weil sie schon so viel Schaden erlitten haben. Damit ging es dann weiter wieder für Phasen. Er kehrte quasi dann zurück, wollte Dadosh irgendwie töten. Aber dann kamen noch Veni und Basti in den Weg und so musste er dann weiterlaufen und hat, glaube ich, dann, soweit ich weiß, hat er dann den Nexo, also Basti ist dann noch irgendwie reingekommen und Basti hat tatsächlich Nexotech getötet, ging auf jeden Fall richtig zur Sache da. Und Phasen konnte dann irgendwie weggehen, er hatte halt Easy dann nicht mehr gesehen, Easy hat sich dann schön eingebuddelt, also kam da sehr, sehr glücklich weg. Also es sah auch ziemlich lustig aus in der Folge von Easy, weil Phasen einfach dran vorbeigelaufen ist, also mega cool. Aber da ging es auf jeden Fall zur Sache, Corona von Veni getötet, Basti killt Nexotech und Phasen macht halt einen Double Kill. Ja, und Gamers Time Strike. Das war eigentlich so die Zusammenfassung, also es ging richtig hart zur Sache und ich empfehle wirklich, das einfach mal selbst anzusehen, denn es war wirklich sehr durcheinander und sehr krass. Und ich gehe mal auch stark davon aus, dass es in der nahen Zukunft weiter so eskalieren wird, da doch schon einige Regelverstöße passieren. In diesem Sinne möchte ich euch mitteilen, morgen gibt es wieder eine neue Folge der Varo News und bis dahin Leute, ciao.